Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wenn es heute etwas komisch klingt, dann liegt das nicht an eurem Ton, sondern hier an meinem Hals, der immer noch ein wenig belegt ist. Ne? Nicht von der Marktstimmung, sondern einfach vom kalten Wetter. So, um was soll es heute gehen? Und zwar, wir wollen heute mal über einen Punkt sprechen, nämlich stellen wir uns doch mal die Frage, wann ist eigentlich der optimale Einstieg in ein System, in eine Strategie und was können wir denn aus diesem scheinbar optimalen Einstieg für uns lernen, wenn wir schon in dieser Strategie sind. Stellen wir uns mal vor, wir würden eine ganz simple Strategie handeln, nämlich Buy and Hold. Ne? Also wir würden jetzt erstmal noch nichts mit Optionen machen, sondern wir würden einfach nur sagen, okay, komm, wir kaufen ETFs, wir kaufen Aktien, was auch immer und wir sagen wirklich, wir kaufen die und lassen die einfach liegen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie haben sich denn so die Aktienmärkte in den letzten, naja, sagen wir mal 30 Jahren etwa verhalten. Okay, wir wissen, Anfang der 80er Jahre ging es los, riesiger Bullenmarkt, da ging es nach oben, dann hatten wir hier 87 einen Einbruch, dann ging es weiter hoch bis ins Jahr 2000, dann sind die Märkte 50% gefallen, bis etwa so 2003. Dann sind die Märkte wieder angestiegen bis 2007, dann sind sie wieder eingebrochen, ne? Also hier oben der gleiche Punkt, dann auch hier wieder 50% Minus, dann hat es bis ins Jahr 2013 gedauert, dann sind wir da oben drüber, da kommt 15 ein Rücksetzer, ging es wieder hoch und jetzt kam im Anfang 18, kam auch wieder ein Rücksetzer in den Märkten. So. Wenn wir uns das mal historisch anschauen, und da gab es immer noch viele kleine Korrekturen, ich wollte bloß mit euch wirklich mal die ganz großen haben, dann ist doch immer die Frage, was wäre denn der optimale Einstiegszeitpunkt gewesen? Und da weiß man natürlich, okay, optimal wäre es natürlich hier immer wieder gewesen, direkt nach dem Crash einzusteigen, ne? Oder nach dem Rückgang. Manche waren Crashs, wie hier und wie hier, das ja eher nicht. Und hier, was aktuell ist, das wissen wir ja noch nicht so genau. So. Und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr optimal gewesen, wenn man da reingegangen wäre. Wir wissen aber natürlich auch, warum es ideal gewesen wäre, weil wir natürlich wissen, dass Aktienmärkte langfristig betrachtet steigen. Nicht eine einzelne Aktie, aber Aktien per se langfristig betrachtet steigen sie. Und da ist natürlich klar, wenn man hier einsteigt, dass man danach eine gute Performance haben wird. Aber jetzt muss man natürlich erstmal sehen, stimmt denn das überhaupt so richtig? Ne? Also ist denn das überhaupt wahr, dass das immer der ideale Einstiegszeitpunkt gewesen wäre? Weil, wenn ihr euch mal überlegt, vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2003 sind die Preise ungefähr 50% gefallen. Dotcom-Blase, ne? Diese ganze erste Internet-Euphorie, die wir hatten. Wusch, alles runter. So, jetzt steigt hier jemand im Jahr 2003 ein, also hier an diesem Punkt. Und jetzt steigen die Märkte an bis ins Jahr 2008. Er hat jetzt 3, 4, 5, 6, 7. Er hat 5 Jahre lang Geld verdient. Und jetzt kommt diese Finanzkrise 2008. Wir sind immer noch im selben System, buy and hold. Und es bricht alles wieder nach unten. Und er ist genau wieder da, wo er angefangen hat. Durchdenkt euch das mal. Und jetzt kommen wir mal dahin, dass wir sagen, wir handeln eben nicht Buy and Hold, sondern wir handeln eine Trading-Strategie, wie zum Beispiel der Verkauf von Optionen. Und da habe ich in den letzten Tagen häufig das Argument gehört und ich kann dieses Argument wunderbar nachvollziehen. Wenn ich einen Rückgang habe, der die Ergebnisse von einem Jahr komplett auslöscht, stelle ich mir doch die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, so ein System zu handeln? Berechtigte Frage, ne? Du hast ein ganzes Jahr lang gearbeitet, jetzt kommt so ein Einbruch und plötzlich sein ganzes Geld von einem Jahr ist jetzt plötzlich weg. Wenn wir ganz ehrlich sind und übertragen das nochmal hier auf den Aktienmarkt, dann müsste man sagen, dass es trotz des Crashs von 2000 bis 2003 hier mit dieser Denke überhaupt kein guter Einstieg gewesen wäre, weil im Jahr 2009 war er ja genau wieder da, wie er im Jahr 2003 war. Das heißt, er hat hier 6 Jahre lang umsonst gearbeitet. Ne? Oder ja, er hat in dem Fall ja nicht gearbeitet, sondern einfach nur Buy and Hold gemacht. Aber dieser gute Einstiegszeitpunkt wäre gar keiner gewesen. So, und jetzt wissen wir das ja nie. Jetzt könnte es doch auch sein, jemand hat hier im Jahr 2009 gekauft.
Wir sind jetzt hier hochgelaufen und angenommen, jetzt kommt wieder ein großer Crash und er führt uns hier runter. Wissen wir das? Weiß niemand von uns. Ja? Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal aufs Jahr 2008 zurückfallen, also auf die Tiefpunkte oder zu Anfang 2009, die ist natürlich nicht sehr groß, aber ausschließen können wir es doch nicht. Wenn wir jetzt aber sagen, wenn ein Drawdown, ein Rückgang alles der letzten Jahre wegmachen kann, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, hier zu handeln. Dann müsste man doch konsequenterweise sagen, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, überhaupt an der Börse zu sein. Nehmt das mal einfach so hin, zu völlig ohne Wertung. Ne? Also dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, weil das kann natürlich immer passieren. So, ich glaube aber, dass das eben nicht so, sondern dass es schon Sinn macht. Und jetzt mal wieder auf die Frage, macht es denn Sinn, in ein System einzusteigen? Wir haben gesagt, hier an diesen Punkten ist es sinnvoll, in ein System einzusteigen. Na klar, weil man hat diesen Crash quasi, diesen Drawdown nicht mitgemacht. Ne? Man steigt richtig ein, man kann diese guten Erfolgserlebnisse sammeln. So, aber auf der anderen Seite, jemand, der hier eingestiegen ist, genau an den Hochpunkten, hier, der handelt doch genau das gleiche System. Der macht auch, in dem Fall jetzt Buy and Hold, oder der verkauft eben Put-Optionen, oder der verkauft Optionen am Aktienmarkt, oder der verkauft von mir aus Strangles im Rohstoffmarkt, was auch immer. Okay, der handelt doch aber das gleiche System. Und wenn wir mal das nicht als Markt annehmen, sondern wenn wir sagen, okay, das ist eine Kurve, eine Wertentwicklung, die übergeordnet so ja läuft, dann stellt sich doch eigentlich die Frage, ist es denn wirklich so wichtig, ob man hier einsteigt oder hier, ob man hier einsteigt oder hier? Letztendlich diese Wertung, was ist ein guter Einstiegszeitpunkt? Die machen wir ja selbst fest. Ne? Das machen wir ja selbst fest und zwar nicht so sehr am Markt, sondern anhand unserer eigenen Ergebnisse. Das heißt, wenn ihr euch jetzt selbst auch die Frage stellt, Mensch, jetzt habe ich im Januar oder hier Anfang Februar, jetzt habe ich einen Drawdown gehabt und da habe ich jetzt Geld verloren und ich bin jetzt hinten und ich habe vielleicht sogar, ja okay, alles verloren, was ich letztes Jahr verdient habe. Ne? Und ihr stellt euch ernsthaft die Frage, machen wir jetzt an dieser Stelle hier weiter. So. Und ihr entscheidet euch jetzt zu sagen, nein, das lohnt sich überhaupt nicht. Und jetzt nehmen wir jemand anderen, der hatte bislang noch gar nicht angefangen, der fängt jetzt an und sagt, hey, das ist ja super. Gerade jetzt sind die Volatilitäten hoch, gerade jetzt ist der Markt runtergekommen, die Volas angesprungen. Jetzt ist doch für mich der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen. Das heißt, dann reden zwei Menschen über das gleiche System und für den einen entscheidet es sich und der sagt, das System ist definitiv nichts für mich und der andere sagt, das System ist optimal für mich. Jetzt kann ja nur einer recht haben, oder? So, und deswegen versuche ich das Ganze immer so zu sehen. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Aktienmarkt, weil sich das jeder vorstellen kann. Stellt euch mal Folgendes vor. Jemand steigt hier ein im Jahr 2003, macht diese Bewegung nach oben mit und macht vielleicht auch diese Bewegung nach unten mit. Ne? Das heißt, er ist 6 Jahre später wieder da und hat kein Geld verdient. Es ist alles wieder auf Einstand. So, jetzt könnte man sogar noch sagen, Mensch, hätte er sein Geld doch lieber irgendwie aufs Sparbuch gelegt, da gab es vielleicht auch noch ein paar Zinsen, dann hätte er jetzt sogar ein bisschen mehr und er hätte diese ganzen emotionalen Schmerzen nicht gehabt, diese Euphorie nicht nach oben, diesen Schmerzen nicht nach unten. So, aus Sicht des Geldes muss man natürlich sagen, das stimmt. Der hat nichts verdient. Aber wenn er mal überlegt, was hat denn der an dieser Zeit auf jeden Fall erreicht? Der hat doch eine wahnsinnige Lernkurve hinter sich. Ne? Der hat nämlich erstens gemerkt, dass wenn man nach einem Rückschlag einsteigt, die Gewinne danach exorbitant hoch sind. Und er hat aber auch jetzt lernen müssen, dass jederzeit ein größerer Rückschlag kommt, der uns wieder nach unten führen kann. Der einen also quasi auf viele Jahre zurückversetzen kann. Das heißt, wird er jetzt in so einer Situation wie hier, wo wir jetzt gerade sind, wird er dann genau sich wieder so verhalten, wie er das vielleicht hier an dem Punkt gemacht hat? Wahrscheinlich ja eher nicht. Ne? Sollen wir sagen, hey, meine Erfahrung lehrt mir ja, dass ich jetzt etwas anders machen muss und er wird vielleicht seinen Handelsstil, wenn er wieder so ähnliche Zeichen erkennt wie hier oder wenn der Markt ein bisschen zurückgeht, wird er vielleicht seine Situation oder sein Handeln etwas umstellen und sagen, jetzt muss ich ein bisschen ein paar Dinge anders tun. Ne? Jetzt muss ich ein paar Sachen einfach anders machen. So, und das heißt, er hat ja in dieser Zeit vielleicht kein Geld gewonnen, aber er hat natürlich unheimlich an Wissen gewonnen, er hat Erfahrung gewonnen, was ihm in Zukunft natürlich dann helfen wird.
Und jetzt könnte man natürlich das Argument heranbringen können, sagen, ja, das ist ja schön und gut, dass er jetzt das Wissen hat, aber er hat ja trotzdem nicht mehr Geld. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, okay, was wäre denn, wenn er das nicht getan hätte? Ne? Also er hätte jetzt nicht hier am Aktienmarkt investiert oder er hätte jetzt nicht hier in ein Handelssystem investiert, also er wäre nicht in den Handel irgendwie eingestiegen, Verkauf von Optionen, was auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Was hätte er denn stattdessen gemacht? Das heißt, wir setzen ja immer voraus, wenn wir sagen, ich habe jetzt ein System gehandelt, 1,5 Jahre, und jetzt ich habe 14 Monate Geld verdient und 2 Monate lang hat es mich jetzt zurückgeworfen und jetzt bin ich wieder da, wo ich vor 16 Monaten halt war. Und deswegen, das ist blöd, ich mache jetzt was anderes. Dann stellt sich doch einfach die Frage, was du jetzt neu machen wirst, ist denn das besser als das, was du bisher gemacht wirst? Aber du wirst ja jetzt wieder auf das Anfängerniveau zurückkatapultiert. Ne? Machen wir ein einfaches Beispiel. Du hast gesagt, ich verkaufe Shortputs im Aktienmarkt. So, jetzt im Februar, zack, Attacke, du hast mal auf die Nase bekommen. Du hast Geld verloren. Okay, ärgerlich, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Und jeder... der eine ärgert sich mehr, der andere ärgert sich weniger und wer es zum allerersten Mal erlebt, der wird sich am allermeisten ärgern. Das ist halt einfach so. Und jetzt aber die Frage, wenn du jetzt sagst, ah, das höre ich jetzt auf, das ist mir viel zu risikoreich, jetzt mache ich irgendwie was anderes. Ich verkaufe jetzt nur noch Iron Condors oder ich mache jetzt Kalenderspreads oder ich mache jetzt Cash-Secured Puts oder Covered Calls oder Butterflies oder egal was. Ne? Also es gibt ja ganz viele Dinge, die gut sind und die funktionieren, aber du machst jetzt was anders. Dann fängst du wieder beim gleichen Geldstand an, aber das Dumme ist, du fängst auch wieder beim gleichen Wissensstand an, nämlich null. Während du, wenn du jetzt dein System einfach weitermachen würdest, würdest du zwar beim gleichen Geldstand wieder anfangen, also das heißt, dein Konto ging hoch, ging jetzt wieder runter, bist wieder auf demselben Niveau, aber dein Wissensstand ist doch um so vieles gewachsen in dieser Zeit, dass du jetzt ganz einfach sagen musst, also das ist zumindest meine Überzeugung, es wäre doch Wahnsinn, jetzt gerade aufzuhören und das, was mir jetzt passiert ist, zu hinterfragen oder anzusehen als Grund, jetzt aufzuhören. Im Gegenteil, du müsstest doch sagen, wow, jetzt habe ich so viel Wissen mir angeeignet und das ist der Punkt, der mir noch gefehlt hat. Und jetzt mache ich weiter, weil wenn ich das, was mir jetzt passiert ist, anwende, wenn ich nichts aufs System schiebe, wenn ich sage, das System ist scheiße, ne, sondern ich sage, was habe ich vielleicht persönlich für Fehler gemacht? Wo muss ich, an welcher Stellschraube muss ich jetzt noch drehen? Dann bist du doch viel, viel weiter nach oben. Ne? Dann bist du doch wahnsinnig vorangekommen. Und ich zum Beispiel habe ja nun schon einige Rückschläge erlebt. Ne? Also ich habe hier noch nicht, ne, da war ich noch nicht dabei, aber ich habe diesen Rückschlag an den Märkten erlebt, diesen. Also in jedem war ich dabei. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal hier in einem, ich glaube im Helpdesk habe ich es mal gesagt, bei mir sind die Drawdowns jedes Mal haben dazu beigetragen, etwas zu lernen. Und beim nächsten Mal das anders zu machen. Und dass man das vielleicht versteht, wenn ich eben sage, okay, ich habe in einem kleinen Konto jetzt einen relativ großen Drawdown gehabt, ne? So 17, vielleicht kann man sagen mal 20%. Okay, da kann jetzt jemand sagen, was hast du denn da gelernt, wenn du 20% Drawdown hast? Ne? Und dann sage ich, okay, in einem kleinen Konto, was für mich ein kleines Konto ist, also wenn ich sage, ich will ein 5000er Konto halt groß machen, dann ist für mich ein Rückschlag von 20% nicht dramatisch. Ne? So. Wenn ich ein 100.000er Konto habe, 20% Rückschlag, okay, ist schon ein bisschen dramatischer. Deswegen waren in meinen 100.000er Konten und in meinen 200.000, 300.000er Konten waren meine Rückschläge nicht so groß, sondern die waren vielleicht nur in Anführungszeichen bei 10%. Ne? So. Und wenn ich ein Konto habe, was 1 Million hat oder 5 Millionen, da waren meine Rückschläge noch kleiner. Das heißt, wenn ich mein Gesamtvermögen betrachte, so wie ich es jetzt mittlerweile gestreut habe, wie ich es aufgebaut habe, aus den Erkenntnissen, die ich hier gewonnen habe, war vielleicht mein Drawdown, den ich im Januar hatte, vielleicht 2-3%. Ne? Kleine Konten, die aggressiv gehandelt werden, wo ich auch dahinter stehe, dass man die aggressiv handeln muss, war der Drawdown größer. Riesengroße Konten, es gab Geldanlagen, mit denen habe ich überhaupt nichts im Februar jetzt verloren. Im Gegenteil, da habe ich sogar was gewonnen. Alles in allem vielleicht 3%. So, aber es soll nicht um meine Performance gehen, sondern es soll darum gehen, die Frage, was ist der optimale Einstieg ins System? Es ist im Grunde genommen völlig egal, wann wir einsteigen, weil wir wissen nicht, was morgen ist.
Geht morgen die Vola hoch oder runter? Niemand weiß das. Spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was wir lernen können, ist, dass wenn wir einsteigen, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir Dinge erleben müssen. Erfahrungen, die müssen wir machen. Ne? Und jeder, der jetzt über diesen Drawdown schimpft, verständlicherweise, weil er hat ja Geld verloren, ne? Sollte sich aber einfach doch fragen, Mensch, was könnte ich denn Positives herausziehen? Und vielleicht zieht er ja Positives aus, ah, okay, wenn ich das und das mache, dann muss ich mit diesen Rückschlägen rechnen. Also, wenn mir diese Rückschläge persönlich zu hoch sind, da ist ja jeder anders, der eine sagt, hey, 20% verloren, so what? Ne, weil er vielleicht auch ganz anderes Geld hat. Und der andere sagt, oh, 20%, das kann ich mir nicht leisten. Also lernt er doch was drauf, was er in seinem Handel umstellen muss. Und deswegen, es ist vollkommen egal, ob du hier einsteigst oder hier oder hier oder hier. Wir handeln ja alle für die Zukunft. Und wer sagt, ich handle aber nur, weil ich in 2 Jahren mit dem Geld einen Kredit abzahlen will, der ist eh hier falsch aufgehoben. Ne? In jedem, in allem, was mit Börse zu tun hat, der hat nur eine Möglichkeit, das Geld Cash hinzulegen. So, und deswegen nutzt, das ist mein Tipp an euch, nutzt einfach die Erfahrungen, die ihr jetzt macht. Und gerade wenn es vielleicht aus jetziger Sicht heraus für euch negative Erfahrungen sind, versucht die ins Positive für euch zu drehen. Nicht, dass ihr einfach sagt, das ist trotzdem ein super System, ich handle das weiter, sondern was habt ihr konkret daraus gelernt? Ne? Was könnt ihr für euch persönlich daraus ableiten, um es beim nächsten Mal, wenn wieder irgendwann sowas passiert, nie alles ist gleich, aber so ähnlich passiert es ja dann doch wieder, was könnt ihr für euch daraus ableiten? Und wenn ihr das tut, dann holt ihr einen Nutzen aus der Situation. Wenn ihr jetzt nur sagt, oh, alles scheiße und nichts und bringt ja nichts, ne? Dann habt ihr keinen Nutzen davon. Deswegen, egal wann ihr einsteigt, bereitet euch einfach darauf vor, dass Rückschläge kommen, Rückschläge zum Business gehören. Das ist nun mal das Spiel. In jedem Geschäft ist das so, egal was ihr macht. Und wenn ihr sagt, ich kann mit diesen Rückschlägen nicht leben, ja, dann ist es auch gut. Dann ist es auch eine Erkenntnis, wo ihr sagt, okay, dann habe ich für mich begriffen, dass das eben nichts für mich ist. Und dann muss ich etwas anderes machen, bevor ihr aber jetzt zum Systemspringer werdet. Sagt, jetzt mache ich aber dafür das andere System. Denkt immer daran, dass jedes System so eine Entwicklung hat. Ne? Jedes System wird mal Rückschläge haben. Wichtig ist einfach nur eins, dass ihr etwas tut, was langfristig einen positiven Erwartungswert hat. Und wenn ihr das für euch sagen könnt, ihr sagt, okay, dieses System, was ich handle, hat einen positiven Erwartungswert, dann solltet ihr dranbleiben, weil das macht jetzt euch oder das bringt euch jetzt den Vorteil gegenüber den Neueinsteigern, die diese Erfahrung erst noch machen müssen. So gesehen, wer hier eingestiegen ist, ist eigentlich besser dran als der, der hier eingestiegen ist, wenn es zu dem Punkt kommt. Okay, an dieser Stelle. Euch alles Gute, viel Erfolg. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich lese mir alle wieder durch und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.